So, da sind wir auch schon bei der nächsten Tagesaufgabe. Wir sollen jetzt von Retail Row zu The Block oder umgekehrt in eine Match gehen. Ich würde sagen, das Ganze probieren wir. Eigentlich Gruppenkeile, aber das Problem ist, da kommt es darauf an, wie der Bus kommt. Ich würde einfach sagen, wir probieren das Ganze jetzt mal solo. Ich zeige euch dann direkt schon mal von wo nach wo. Und dann würde ich sagen, kriegen wir die Aufgabe eigentlich easy hin. Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber ihr wisst halt dann auf jeden Fall schon mal, wie das Ganze funktioniert. Dann nochmal danke für die 304 Abonnenten jetzt. 300 sind geknackt. Wie ihr seht, unten die vierte Zahl ist jetzt da. Die fünfte Zahl wird es geben bei 310 Abonnenten. Ihr wisst ja, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Und das Ganze, bis der Code quasi nur noch die letzten zwei Zahlen fehlen, geht die Situation so weiter. Wenn du aber genau wissen willst, wie und wo du das machen kannst mit dem PaySafe-Code, einfach in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und genauer auch erkläre, wie du gucken kannst, ob der Code schon geknackt wurde, ob du ihn selbst geknackt hast. Und guck einfach mal nach, falls du es noch nicht kennst. Und die alten Nasen unter euch wissen ja, Video, Ladebildschirm, liken, kommentieren, wenn du noch kein Abonnent bist. Ich dir aber schon öfters helfen konnte. Wäre es echt nice, wenn du mir ein Abo da lässt. Wie gesagt, wird mir helfen, hilft allen anderen. Es gibt mehr Zahlen für den Code. In dem Sinne gewinnen eigentlich alle. Keiner hat irgendwas zu verlieren bei der ganzen Nummer. So, dann. Also, hier oben ist der Block. Da ist der Block. Und da müssen wir hin. Jetzt ist die Frage: Erst zu Retail Row an den Rand und dann darüber. Oder machen wir, gehen zu dem Block und gehen dann Loot Lake runter, ist eigentlich die bessere Variante. Einfach von hier dann runter, da ab in Swift und dann rüber zu Vitello. Ich denke mal, genau so werde ich es auch machen. Ich gucke mal, ob ich überhaupt Waffen mitnehmen soll. Weil wir müssen es halt in einer Runde machen. Also nicht einmal dahin fliegen, dann dahin, das funktioniert nicht. Oh, da ist ein neues Signal. Das heißt, die Map wird sich schon wieder verändern. Ich werde es sehen. So. Ich hoffe, keiner fliegt mit runter, aber die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich ziemlich hoch. Ah, goldener Automat. Kommt einer mit? Sieht man noch keinen. Er hat auch genau vor mir. So hin. Da könnte ich doch verrückt werden, ey. Wir probieren es aber direkt nochmal. Mann, da war noch einer. Gut, den zweiten hätte ich wahrscheinlich mit der Pistole gegen Pump hätte ich wahrscheinlich nicht weggeholt. Aber wir probieren es direkt nochmal. Ihr seht, gibt halt einige, die die Aufgaben auch hier probieren, aber lag ja auch auf der Route, von daher. So. Gehen wir nochmal rein. Achso, nochmal danke an alle, die schon kommentiert haben. Wie gesagt, es macht schon Spaß mit euch zu quatschen. Aber ihr dürft halt, wie gesagt, auch gerne in den Livestream reinkommen. Also, ich freue mich über jeden, der da zuguckt. Auch das hilft mir, weil ihr wisst ja. Um mit YouTube irgendwas zu erreichen, braucht man ja mindestens 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Wiedergabezeit. Also jede Minute, die ihr meine Videos guckt, helfen mir. So, jetzt hoffen wir, dass es schnell geht. Aber im Prinzip habe ich es ja schon gezeigt. Wie gesagt, probiert mal Gruppenkeile, wenn es richtig passt. Von der Flugroute her ist es eigentlich die einfache Variante. Weil hier muss man ja schon quasi quer über die Map. Und wenn zum Beispiel die Flugroute so ist und ihr seid hier auf der Seite oder sie kommt so, ist es ja kein Problem. Ihr geht dahin, geht zu Ludwig, fliegt darüber, fertig ist der Hase. Ja, jetzt werden viele in Retail Row landen. Und die Zone wird safe hier irgendwo sein. Ich glaube, ich werde trotzdem zu dem Block erst gehen. Weil Retail Row würde ich behaupten, fliegt nur der West hin. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Probieren es einfach nochmal bei dem Block. Diesmal nicht in den Block rein, aber das war halt so, ah, ich habe eine Waffe. Komm, wir probieren den Kill zu machen.
Ja, leck noch mehr. An mir liegt's nicht. Keine Datenverluste. So. Und wir haben hier unten ja noch die Hoverboards. Wenn da welche sind, doch, oder? Doch, die stehen da. Gerade überlegen, ob ich mir eins schnappen soll. Ich glaube, das ist die einfachste Variante. Wir holen uns einfach ein Hoverboard, fahren rüber und dann darüber. Das mache ich auch. Verguckt er dann Lama. Da ist ein Stein. Wichtig ist halt nur. Dann ist er doch noch ein Brennpunkt. Gut, das war das. Auf der Karte schnell markieren. Ist klar. Ich gehe jetzt extra nicht zu Moonflake, weil wir halt das Hoverboard haben. Ja, ihr habt ja gesehen, ihr müsst noch nicht mal in den Block rein, am Rand reicht schon vollkommen aus. Weil hier ist ja eigentlich nichts, wer sollte hier landen? Ihr müsst halt nur aufpassen bei das Depot. Oh, was ist das denn hier mit Fortnite, ey? Ja, so würde ich es eigentlich brauchen, müsste es klappen. Jetzt keine Vulkan-Großrundtoren. Weil das hier ist alles halt tote Zone. Ich würde sagen, ein Hoverboard ist eigentlich die einfachste Variante. Sache, ich bin nur Boost am Pushen. So, und schon haben wir die Aufgabe erreicht. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Mehr müsst ihr halt nicht machen. Gerade noch die Runde quasi zu Ende spielen, weil ich glaube, in Arena und so muss die Runde zu Ende gespielt werden. Also man muss sterben, nicht einfach rausjoinen. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne viel Spaß noch, wenn ich dir helfen konnte. Wie gesagt, gerne ein Abo da lassen, Like da lassen, schreibt auch gerne was in die Kommentare. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein und bis zur nächsten Aufgabe. Und wie gesagt, jeden Tag werde ich eigentlich live streamen. Schaut gerne mal vorbei. In dem Sinne, haut aber jetzt rein.